Ja. Ja. Ja, sehr gut. Israel auf Gras, da kann man sich eh den raus. Wir sind heute auf dem Wittenthaler Klettersteig unterwegs. Richtig. Wenn alles gut geht. So, ja, jetzt weniger schwindelig, oder? Hallo und Grüße aus Gleisenfeld. Ich bin Flatterbein. Neben mir steht Israel, der gar nicht erst gefragt hat, ob er ein Sprichwort hat, weil er nämlich keins hat. Und wir begeben uns heute auf den Wittenthaler Klettersteig am Klippensturz. Und da nehme ich einfach mit, weil es ist nämlich da so wenig, dass man ohnehin nicht viel versteht. Wir treten auf eigene Gefahr. Eine fremde Gefahr wäre es blöd. Ja, wer sich übrigens wundert, dass man da immer so ein beständiges Rauschen hört, es ist nicht nur der Wind, es ist nämlich auch gleichzeitig Autobahnerlebnis wandern und klettern. Wittenthaler Steig, jetzt seid ihr Johann-Rundwanderweg. Na bitte. Zum Klettersteig. Könnt man glatt versammeln. Da ist zum Klettersteig. Außerdem steht da eine Handlungsanweisung drauf. Lache! Na gut. Ja, der ist schon etwas sanierungsbedürftig. Ne? Ich meine, siehst du was auch? Taucht die Felswand auf. Da ist diese Mulzraum-Nische, schau dir mal von unten, von weit hin Sicht. Da geht's dann rauf. Ja, das schaut doch mal eindrucksvoll aus, oder? Ja, Israel holt das nach, was man spätestens auf der Nische tun sollte, nämlich den Helm aufsetzen. Der ganze Show, da liegt ja nicht umsonst immer dumm, ne? Da ist ein Steigbaum. Sehr gut. Da ist doch immer noch mal gesagt worden, dass das Seil bis ganz oben geht, aber das stimmt auch nicht mehr, gell? Wittenthaler Steig. Ziehen wir uns an, oder? Alles zumachen, Schatten dicht, dann Partnercheck. Schatten sind sowieso meistens dicht. Das schaut dann noch ein bisschen orgasmetisch aus, was hast du wieder angestellt? Das so, was hast du denn für ein Brill drin? Das ist ja unglaublich. Nein, das ist die Kamera. Was, das eine ist unzugänglich, weil das ist das, was man im Notfall braucht. Das kriegt man dann nicht raus, wenn man in der Wand hängt und das andere. Ja, richtig. Verstehe. Ja, das ist eine sehr gute Strategie. Ja, ich bin derjenige, der angeschlossen ist und du bist derjenige, der in der Wand hängt und den Notruf betätigen muss. Da hätte man gern gemacht, das sei aber hoch nicht. Aha, verstehe. Und dann haben wir uns wieder weg da. Na, der Steigbaum, der schaut von dir schon sehr gut ausgelastet aus. Es ist untypisch, der Einstieg vom Wittenthaler Steig ist eigentlich relativ leicht. Die Schlüsselstelle ist dann ganz oben in Wahrheit und das soll dann CD sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Da ist der Steigbaum ganz. Ja dann. Auf geht's, Wittenthaler Steig! Ausblick ist natürlich jetzt schon super, gell? Das ist gar nicht so ohne, gell? Oh ja, du musst jetzt schauen. Ich frage jetzt mal, wie macht man da am besten? Geh in den Riss rein. Geht ja auch, ja. Oh, schau her. Locker? Locker, ja. Okay. Cool auf jeden Fall, gell? Da will er scheinbar, dass man rausgeht. Ah, schön, der Ausblick ist super. Ja, der Ausblick ist toll, das ist eine schöne Landschaft da. Hast du wahrscheinlich gehört? Ja, wobei da sind. Da war ich nur heute überall. Ja. Wobei, da wirst du wahrscheinlich jetzt dann irgendwie warten müssen, weil ich muss dann nämlich da außen vorbei. Ah, okay. Ja, dann geh bitte außen vorbei. Geht's nämlich da so?
Da so oben, ja? Ja. Na, no, aber geht da ordentlich, ja? Passt. Hast du sogar schon ein bisschen abgespeckt, da? So, ich geh jetzt einmal nach, gell? Ja, das ist aber schön. Einmal. Zweimal. So ist das da, gell? Ja, da ist eine schöne Nischen. Schon gesehen, ich habe mich noch gefragt, wie das da gehen soll. Und da her, ne? Genau. Ja, sehr gut. Ja, schau, da sieht man jetzt, wo es weiter geht. Ja. Da rauf. Zum, zum, zum. Wenn es mit da oben hat, dann nehme ich den gleich mit. Weder oben haben, noch mitnehmen. Und was auch auffallend ist, ist, wie viele Pflanzen da in der Felswand drinnen wachsen. Ja, schauen wir mal, ob das so bleibt. Oder ob wir wieder umdrehen. Ja, schön ist da schon, ne? Autobahn ist vielleicht nicht so ganz das Wahre, aber man kann nicht alles haben. Da unten sieht man auch schön den Zuweg, den wir da gehabt haben. Es ist auch immer ein Jammer mit diesen depperten Influencer, ne? Da die ganze Zeit den Weg da blockieren. Wie haben sie das da getan? Da kann man theoretisch da verstecken und da. Na, sehr gut. Und was sagst du bis jetzt? Also ich finde ihn sehr nett. Auch vom Schwierigkeitsgrad her nicht zu harmlos, gerade richtig schön. Aha, der ist fest. Na gut. Also erstaunlich, wie viel Botanik das gibt. Ja? Schau, gell? Das wird man ja, wenn man die Felswand von unten anschaut, gar nicht vermuten, gell, dass das eine schöne Rinne gibt. Die ist wirklich super. Schau mal, da will man die Stückchen mit da unten sehen, oder? Da ist übrigens das Buch. Was ist das Buch? Ja, ja. Super. Dann sind wir ja bald bei der Schlüsselstelle. Du wärst weiter oben? Ja. Okay. Ja, ist okay, aber das ist super. Das hat schon ein gewisser Heilschlag. Ja, ist der so? Ah, das Buch. Das Buch. Sehr gut. Und tada. Aha. Das sind ja jede Menge Bücher, das ist eine ganze Bibliothek. Heute ist der 23.09. In wie viele Bücher schreiben wir da jetzt rein? In eins, wo frei ist. Da tut sich nichts, oder? Da ist keine Mine drin, tatsächlich. Das ist natürlich sehr schade. Ja, dann machen wir jetzt gute Mine zum bösen Spiel. Du kannst bitte mal da hinten reingreifen, da ist ein Plastiksackel drin. Ja, das ist der Plastikbeutel, genau. Aber was anderes hast du mir nicht ausgeschaut. Da war nicht, ne? Aha, das ist sehr vielversprechend. Das ist nämlich mein Erste-Hilfe-Set, mein Feuerzeug, mein Messer, mein Notlicht, mein überhaupt eh alles. Nichtsdestotrotz haben wir da den Kugelschreiber des Todes. Scheiß mich an. Okay. Was schreiben wir? Ja, Ausreden und Flatterfeuer, oder? Ist in Ordnung. Der will Romane schreiben, ich dazu noch welche. Wir? Ja? Das musst dann du machen. Immer muss alles ich machen. Du musst alles machen. Ich muss den Kugelschreiber mitzahlen. Das für irgendwas muss der Tag gut sein. Das ist ja gerade so, als ob Einhörner für ihre Existenz einen Rechtfertigungsanstand hätten. Zuerst werde ich mir das Buch verstanden. Hast du übrigens schon diese herzallerliebste Statue gesehen da drinnen? Auf! Auf! Aufi! Sieht man die Autobahn, wobei wahrscheinlich sieht man es auf dem Video jetzt gerade nicht, oder? Oh ja. Und da sieht man die verzweifelten Bemühungen. Ja, was jetzt? Das ist ja ein bisschen großmäulig. Das wird ja überhaupt jetzt sehr interessant, wo man da am besten hinsteigt, aber ich werde behaupten, da. Asrael, du darfst dich da jetzt bewähren. Ja. Früher hat man CD-Stück gesagt, jetzt ist es MP3. Da ist der Allschau nicht versteckt. Ja. Also allein schon wegen der Lichtstimmung kann ich das nicht jedermann sehr ans Herz legen, dass er da einmal
dann sind Klettersteiger wirklich am Abend gemacht. Das ist aber schön da. Das ist cool, ja. Wenn es da ein bisschen außen geht, das ist fast leichter. Ich schaue gerade, ob das ohne Seil einfacher ist, gell? Immer die Frage, wo ich da einen guten Griff habe für das. Ja. Spannend. Aha. Also für mich ist es da leichter. Innen? Sag ich einmal innen, ja. Okay, spannend. Da ist jetzt außen angenehmer. Erst. Jetzt kommt ein urlicher Wind da, ha? Ja. Ja, da ist man schon fast durch mit der ganzen Geschichte. Das war die Schlüsselstelle, gell? Mehr ist nicht. So. Die Kamera auch noch von der Liste. Ja. Ja, da ist nicht mehr rasend viel, ne? Ja, seht ihr, das Seil ist da relativ ambitioniert früh aus. Und jetzt stehen wir da ziemlich im Wind herum. Fast schon kitschig, gell? Ja, da kannst du natürlich so weit drauf. Ja. Kann ich. Ja, schön ist und schön windig ist, gell? Das ist gut am Wind, gell? Übertönt die Autobahn. So, aus ist mit der Sonne. Jetzt gehen wir mal da rauf. Schauen wir mal die ganze Ruine an. Das schaut ja sehr kaputt aus, oder? Das ist aber ein Vogel, genau. Aber vorher war ein Fledermaus da. Die ist nämlich tatsächlich verkehrt gekommen. Da ist ziemlich aus. Sehr aus. Oh, reicht. Aha. Gut. Dann werden wir uns auf den Abstieg machen. Ich glaube nicht die schnelle Variante, oder? Haben wir diesen Aussichtspunkt auch besucht. Dann kann man sicher schwarz absteigen, oder? Da haben wir einen kleinen Abschneider genommen, von da drüben, kommt der offizielle Weg her. Ne? Für alle, die Zweifel haben, blau. Das Handy kann noch einigermaßen den natürlichen Seeeindruck wiedergeben. Das darf sich nur, dass die Pfeifen haben. Oh, ich darf schon, weil dann hab ich auf Video. Da seht ihr einmal, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Jetzt sind wir inzwischen eh schon wieder ordentlich runtergekommen, gell? Ja, die Stelle sollte bekannt vorkommen. Ja, zum Klettersteig. Na, ist er im dunklen Tann verschollen? Ja, Asrael, sag einmal was zu dieser schönen Tour. Eine super geile Tour. Ja, Bittenthaler Steige ist wunderschön, gibt es gar nichts. Außerdem von der Schwierigkeit würde ich mal sagen, so mittelknackig. Kann überall super umhängen, man muss nirgends wirklich jetzt aus den Ohren arbeiten. Es gibt Sachen, die locker sind, schon ein bisschen schauen. Es gibt da Stellen, die abgepackt sind, auch ein bisschen schauen. Man braucht nicht unbedingt Riesenbock, also meine 25 Euro Schuhe waren gut genug. Ich glaube, das war wieder eine ganz tolle Tour und es bleibt nichts mehr zu sagen, außer dass ich gerade dabei bin. Ja, vielleicht sieht man es mir einfach noch tun. Ich muss jetzt einmal festhalten. Mit der Haut Auto nicht zusammen. Jetzt weiß ich, was du den großen Rucksack hast. Das ist damit du wirklich viel zerstören kannst. Das ist die Abrissbirne. Asrael, wir sind der beste Beweis dafür, dass man ohne Drogen fetzen deppert sein kann. Bin auch.
ganz ein strenger Anhänger von Naturblut.